Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Game Backtrack. Wir haben einen weiteren Podcast für euch in den Startlöchern, den wir jetzt gerade aufnehmen, live und in Farbe, in Tonqualität. Ich bin natürlich nicht alleine, denn ich habe meinen Kumpel wieder eingeladen. Yo! Der Greedo. Ich bin der Greedo, by the way. Genau, der Greedo ist wieder am Stissel. Unser letzter Podcast ging ja um Metroid Prime 4. Da haben wir ziemlich viel spekuliert, ziemlich viel Fiktion uns erdenkt. Nachdem wir quasi über meine Lieblingsspieleserie, die mir sehr am Herzen liegt, geredet haben. Oh. Über das neue Sequel, das rauskommt, wollen wir jetzt über deine Lieblingsspieleserie reden, von der jetzt ein Sequel rauskommt. Ist nicht mehr mittlerweile. Okay. Also wir reden kurz und knapp. Im Titel habt ihr es gehört. Ihr hört es übrigens auf Spotify oder auf YouTube. Ich werde es halt beides verlinken. Wir reden über The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Ja, richtig, der zweite Titel. Also das Sequel zum erfolgreichen zum erfolgreichen ersten Teil Breath of the Wild 1, was ja schon sehr lange raus ist, ne? Was haben wir gesagt, 2017? Ja, 17. Krass, ne? Ja, es ist schon sehr lange raus und wir haben auch, ich glaube, wenn ihr den Kanal verfolgt, dann wisst ihr unsere Meinung über Breath of the Wild. Ich war halt ziemlich gehypt für dieses Spiel, fand es auch ziemlich promising, dass es gut aussieht. Aber ich wurde ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir halt mehr vorgestellt, als es das wirklich dann war. Obwohl es krass beliebt ist. Ich hatte Spaß mit dem Spiel und so, aber als Zelda war es schon ziemlich schwach. Weil für mich besticht Zelda durch geile Dungeon-Designs, coole Puzzles und sowas halt. Und das war in dem Spiel nur sehr rudimentär vorhanden. Ja, und es wurde kaputt marketingt. Es wurde auf der E3 so breit getreten, da wurde alles gezeigt, was du machen kannst in dem Spiel. In diesen Streams von Kochen bis Was Rätsel leider lösen. Nicht sehr viel war, wenn man es so runterbricht, ne? Nee, es wurde angepriesen. Weil du hast ja, überleg mal, wie viele Items du in anderen Zeldas hast und in dem Spiel hast du halt nur diese Sheikah Slate mit diesen verschiedenen Abilities und die benutzt du das ganze Spiel lang, ne? Und die wurden alle vorher gespoilt. Ja, alles. Das ganze Plateau wurde ja gespoilt, also bevor es zum großen Plateau, dieses kleine Plateau wurde gespoilt. Ziemlich schade eigentlich und dadurch war das Spiel für mich jetzt nicht mehr so Magic Moment. Und ich habe auch gedacht, wo man das erste Mal diese Kathedrale, die wahrscheinlich die Zitadelle der Zeit ist, am Anfang sieht von Breath of the Wild 1, wenn man das erste Mal da unten rumläuft oder so, dachte ich mir, Alter, es gibt bestimmt noch voll viele Kathedralen in dem Spiel und voll viele irgendwie kaputte Schlösser oder Burgen oder sonst was. Ja, Pustekuchen war nicht wirklich viel in dem Game drin, leider. Es war halt wirklich sehr viel Fläche. Es gab halt noch Hyrule Castle und das war's eigentlich. Ja, das andere war nicht ausdesignt. Du hattest vielleicht zwei Dörfer in dem Game und das war's dann halt. Das Kakariko Village und noch dieses Eto. Das heißt halt auch Breath of the Wild, ne? Also man hat echt fast nur Wildnis in dem Spiel und halt so ein paar kleine Dörfchen, ne? Ja, aber das ist halt der Kritikpunkt, ne? Für mich war das halt wenig Zelda-Spiel. Es war, klar, es war cool, so eine Welt zu erkunden, aber die Welt war so breit gerollt, dass du halt eigentlich nur Wiesen hattest mit 1000 Crocs versteckt. Und ein paar NPCs, aber die halt immer nur das Gleiche labern und eigentlich nicht wirklich wichtig sind. Also es war für mich einfach ein Baukasten. Es war halt ein cooles Proof of Concept, dass halt diese organische Welt irgendwie schon funktioniert. Aber es war halt mir einfach zu wenig Spiel. Es war mir einfach zu viel rumrennen und rumsegeln und ein bisschen erkunden und sehr viel erkunden. Aber es war mir zu wenig coole Bossfights, coole Dungeons, coole Rätsel. Man hatte einen coolen Baukasten so, halt mit dieser Welt und den verschiedenen Abilities, die man hatte, die man auch cool einsetzen konnte. Du konntest einen Baum fällen und den als Brücke nehmen, um über eine Schlucht zu kommen oder so. Das war du konntest überall hochklettern. Ja. Das ist wirklich viel Menge zu klettern. Ja, du kannst eigentlich nur Bäume kaputt hacken und die als Treppe benutzt oder Floß oder so. Ja, und du konntest halt überall an jeder Felswand, die du gesehen hast oder so, konntest du hochklettern. Also die Bewegungsfreiheit in dem Spiel ist schon mega geil. Aber es gibt nichts. Nur, sobald du dann irgendwie auf den Trichter gekommen bist, dass es effektiv eigentlich nichts zu entdecken gibt. Außer halt mehr Schreine, um deine Health oder Stamina zu erhöhen. Oder mehr Waffen, die nach dreimal Schlagen kaputt gehen. Oder mehr Korok Seeds. Wenn sie zu hatern. Dann halt hast du keinen wirklichen Anreiz mehr zu exploren. Leider. Und Entschuldigung, wenn ich die Referenz jetzt zu Elden Ring ziehen muss, aber Elden Ring hat da in dem Punkt diese RPG-Schiene mehr abgeholt und es gibt halt wirklich einen Purpose. Es gibt einen Grund, warum du Gegner tötest und es gibt einen Grund, dass du auch aufleveln kannst. Das ist in Elden Ring verzahnter, besser designt. Ich sag nicht, dass die Welt von Elden Ring viel besser ist als die von Breath of the Wild, aber das Gameplay ist halt trotzdem besser von Elden Ring. Beim Breath of the Wild hast du wenig Elden Ring. Okay, das kann man so stehen lassen. In Breath of the Wild hast du wenig Elden Ring. Das stimmt. Ja, und halt diese reuseden Bossfights, die halt einmal die Verheerung von Ganon, Fluch von Wasser Ganon, Fluch von, was ich, Erd Ganon oder was du hast. Ja, diese Bosse haben mich nicht gebockt, weil ich liebe Boss-Design, wenn das so ekelhafte Kröten sind oder ein Koloss oder sowas oder ein Schattenwesen. Oder eine Spinne oder eine Schlange. Ja, auch wenn es tausendmal da war, aber dieses
dieses Steampunk-mäßige, dass du so einen Gegner hast, der irgendwie undefiniert ist mit irgendwie zwei Armen, der rumfliegt und das hat für mich auch immer so den Reiz ausgemacht in Zelda Dungeons. Du hast dich immer den ganzen Dungeon gefragt, boah, was wird hier bestimmt der Boss sein? Ja, Mann. Und wie wird das Item benutzt gegen den? Ja, und die haben auch teilweise ein bisschen damit gespielt, weil dann hast du zum Beispiel so die Intro-Sequenz von dem Boss, hast du quasi aus den Augen des Bosses gesehen. Ja, das war cool. Da dachtest du so, ach du Scheiße, der ist ja so zum Beispiel King Dodongo, siehst du so aus seinen Augen, siehst du dann so Link, dass er so voll klein ist. Du hörst so fetten Schritte, so drusch, ja, drusch, und jetzt so, oh shit, was ist das? Und dann zoomt die Kamera, also geht die Kamera so drumherum und dann siehst du King Dodongo. Ja. Oder mit Dings hier Amorbis oder mit Georg, so dass du es so unter Wasser siehst und denkst, oh shit, was lauert da unten? Ja, da waren die Cutscenes schon cool, ne, wie die Bosse inszeniert waren. Ja. Und jetzt stehen wir hier und wir haben sehr lange nichts von Breath of the Wild 2 gehört, außer jetzt noch ein Trailer ist noch rausgekommen, der halt schon ein paar Sachen revealed hat, die halt anders sind als beim ersten Teil, weil auch der Look von Link sieht ein bisschen anders aus und es spielt ja auch quasi dann direkt nach Breath of the Wild 1. Und man sieht halt im Trailer, um das fortzusetzen, halt, dass er halt auch aus dem Wolkenmeer irgendwie runterspringt. Und da hat man direkt so ein Skyward-Sword-Feeling, finde ich, so ein bisschen. Ja. Dass man halt irgendwie so Wolken sieht und man segelt so von unten. Und auch sein Arm ist prägnant anders, ne? Ja. Also sein einer Arm ist. Man sieht ja auch irgendwie Ganondorf, ne? Ja, stimmt, den sieht man auch. Das als Mumie quasi und er wacht irgendwie zum Leben. Den hat man im allerersten Trailer gesehen, ne? Ja, das sieht so ein bisschen düster aus, schon so. Und scheinbar, also für mich sieht es irgendwie so aus, als wäre Links Arm irgendwie so ein bisschen korrumpiert oder so, ne? Oder als wenn er abgehackt wurde oder so. Ja, stimmt, der fasst ihn ja auch an, ne? Vielleicht startet das Spiel wirklich so, dass mit Link und Zelda in diese Katakomben rein. Ja, dass die und, unter dem Schloss exploren und Ganon erwachen. Ganondorfs Leiche. Ja, und das irgendwie und dann. Der ist aber gar nicht tot, sondern er schlummert nur. Und genau, der wartet eigentlich nur darauf. Und hat er nicht das Masterschwert dann im Körper stecken? Nein, ne? Der hat so Bandzeichen, ne? Das sieht irgendwie so aus, als hätte der irgendwie Midnas Arm mit irgendwie einem Speer in der Hand im Bauch stecken oder irgendwie sowas in der Art. Vielleicht müssen wir den Trailer echt nochmal sehen. Ja. Tut uns leid, Leute. Aber ich weiß nur noch, dass es mich irgendwie an Midna erinnert hat oder so. Ja, ich glaube, da war auch wieder irgendwas mit irgendeiner Musik von Zelda, die auch wieder falsch umgespielt wurde oder so. Aber es ist ja auch eigentlich, also mir ist die Story so ein bisschen wurscht. Aber dieser Arm scheint ja schon irgendwie eine Gameplay-Relevanz zu haben, ne? Ja. Ich denk mal, dass durch diesen Arm Link irgendwelche neuen Abilities hat. Zum Beispiel halt, dass er irgendwie durch Plattformen durchgehen kann von unten und dann quasi, dass er unten in eine Decke irgendwo reinspringt und dann oben drauf wieder rauskommt oder so. Das hat man im Trailer gesehen, ne? Ja, das ist auch irgendwie so wassertropfenmäßig ist oder so. Ne? Man hat so einen kurzen Wassertropfen gesehen, der auch irgendwie mit der Schwerkraft. Oder vielleicht ist es auch eine neue Ability von der Sheikah Slate oder so. Ja. Man weiß es nicht. Aber es kann, also irgendwie muss er ja seinen Arm verlieren, oder es muss ja irgendeine Bewandtnis haben, warum er diesen Arm hat, ne? Mhm. Das ist halt die Sache. Und im allerersten Trailer hat man halt wirklich gesehen, wie dann halt Ganon ist ja irgendwie gebannt da und die reiten ja mit dem Pferd irgendwie zu ihm, also in diese Höhle. Und man sieht dann im Trailer auch in dem neuesten, dass irgendwie Zelda auch von so einer Klippe runterfällt, ne? Also das ist irgendwie dann auch ziemlich prägnant. Wir gucken uns jetzt gerade mal und mittlerweile weiß man ja auch, und das ist eigentlich das Einzige, was man weiß, ist, dass das Spiel auch teilweise im Himmel über Hyrule spielt. Ja. Und es scheint so, dass irgendwie Teile des Kontinents einfach nach oben schweben und halt, ja, dann so Landmasse halt im Himmel entsteht. Übrigens, das war kein Pferd, ne? Was zum Fuck war das? Ach, das war ein Esel oder sowas? Keine Ahnung. Ja. Das ist halt Dreh- und Angelpunkt, ne? Weil Ganondorf hat man ja gar nicht gesehen in Breath of the Wild 1. Da hattet ihr halt wirklich nur so diese ganze Verheerung von Ganon, dass es halt echt so ein pinker, schwarzer Nebel ist, der quasi. Ja, guckt, es ist wie so ein Midna-Arm, der den festhält irgendwie. Ja. Ich schätze mal, das wird ziemlich schnell am Anfang sein, diese Szene da. Mhm. Weil irgendwie, also anscheinend scheint ja Ganon wieder, oder Ganondorf wieder erweckt zu sein und dann halt wieder die Verheerung eingeleitet. Das schätze ich mal. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass alles nach oben fliegt. Ja, man sieht ja auch, wie Hyrule Castle hochschwebt. Ganz, ja. Und ich denke mal, das hat echt damit zu tun, dass irgendwie vielleicht Leute kritisiert haben, dass das Spiel zu flach ist. Und bei Zelda war es ja auch eigentlich immer so, dass man ein bisschen in die Tiefe geht, halt in Form von Dungeons oder Höhlen oder so. Ja. Und dass sie vielleicht deshalb irgendwie die Sachen nach oben schweben lassen, dass man dadurch halt in der Luft irgendwie irgendwelche fliegenden Inseln hat,
Aber vielleicht werden dadurch auch Höhlen geschaffen, dass man vielleicht auch mehr in die Tiefe gehen kann. Das wird interessant sein. Also ich schätze mal sowieso, ich glaube, die nehmen sich die Kritik an, dass Schwerter oder sowas nicht mehr so schnell kaputt gehen. Ich glaube, das werden sie wirklich ändern. Ich glaube, sie machen auch weniger mit so Crafting-Sachen. Das gibt es wahrscheinlich immer noch. Aber ich glaube, es wäre schön, wenn sie sich darauf fokussieren würden, dass halt das Gameplay war ja auch nicht schlecht. Kämpfen hat ja auch Spaß gemacht. Ja. Aber sie müssen halt gucken, dass man irgendeine Belohnung irgendwie, dass man mehrere Rüstungsteile findet, die dann unterschiedliche Leben dazugeben oder Rüstungen dazugeben. Dann, wenn man schon andere Waffen hat, dass man auch vielleicht denen noch ein anderes Moveset noch krasser gibt oder so, dass man dann noch ein bisschen trainieren kann, dass du eine Special-Attacke oder so machen kannst. Und was halt mir bei Breath of the Wild 1 so gefehlt hat, ist wirklich noch so ein bisschen NPC-Interaktion. Ich brauche irgendwie noch so mehrere Dörfer oder irgendwas, dass es noch so kleine Quests gibt, so irgendwie, dass irgendwie so ein trauriges Mädchen vor so einem Schloss steht und sagt so, ey, die haben meinen Bruder gekidnappt oder sonst was. Oder kannst du den vielleicht zurückholen? Kannst du machen, kannst du nicht machen. Und dafür dann auch abgelohnt werden. Sachen, zum Beispiel in Kakariko irgendwie, dass du da, dass irgendwie einem Typ die Hühner weggerannt sind und kannst die einsammeln oder so. Mhm. Aber es war schon wenig. Das war alles zentriert auf ein einziges Dorf. Aber es wäre doch viel cooler, wenn du halt echt sagst, dass du irgendwie so ein... Es gab zwei Dörfer nur. Es gab Kakariko und dieses Hateno Village, ja. Und noch so ein eigenes, was du, glaube ich, selber aufbauen kannst. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde es auch nicht schlimm. Klar, es ist die Verheerung gewesen. Es ist halt wie ein Krieg und so. Alles ist tot und bla bla bla. Ich kann das verstehen, dass es so ist. Also ich zweifle jetzt nicht das Design des Spiels an. Aber wenn so viel nichts ist, kann man ja trotzdem noch irgendwie, und es gab noch dieses Gerudo Fortress, gab es ja auch noch. Stimmt, und es gab das, die Zoras Domain. Die Zoras Domain. Von diesen Orni. Ja. Wie hieß die? Orni? Oh, okay. Ja, ich glaube schon. Oh. Egal. Wir sind hier auf der Höhe. Was ich mich halt frage, ist, werden sie echt irgendwie die ganze Welt reusen und halt einfach nur, dass sich Teile davon verändert haben? Ja. Meinst du? Also, ich schätze schon, also ich denke mal, dass dieses Wolkenmeer, dass das halt ziemlich gepolished wird und so und dass das ziemlich viele Neuerungen ergibt. Aber wie. Meinst du, dass dann echt dafür Teile der alten Welt vielleicht einfach komplett wegfallen, weil sie keine wirkliche Berechtigung mehr hätten? Sie haben alles ausdesignt. Ich schätze schon vor, dass halt das, was. Es liegt noch eine Schippe drauf. Ich schätze mal, es kommt noch ein Viertel der Größe dazu, aber die ist halt über dem Hyrule. Unter weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel sie noch unten bauen, aber die Struktur von Hyrule ist ja da. Ja, aber ich kann mir irgendwie echt vorstellen, dass das Spiel von der Masse her kleiner wird, aber dafür mehr polished. Das würde ich mir wünschen, aber wie gesagt, es ist ein Sequel und es spielt in der gleichen Welt. Also es spielt in Hyrule. Warum sollte jetzt Hyrule das ist 50 Jahre oder 20 Jahre danach so anders aussehen? Weil wir haben echt mal nachgeguckt und das Spiel ist jetzt echt, wie lang? 5 Jahre nach dem ersten Teil? 17, ja. Also wir befinden uns jetzt, also vor 5 Jahren ist das Original rausgekommen. Genau. Und der zweite Teil ist jetzt noch nicht raus, obwohl sie quasi die Welt scheinbar reusen, Fragezeichen. Tun sie. Und da ist halt die Frage, wofür brauchen die so viel Zeit? Und nein, ich will damit nicht irgendwie sagen, dass sie faul sind und keine Ahnung. Sondern ich frage mich wirklich, also ich denke wirklich, dass es einen Grund dafür gibt, und dass sehr viel Entwicklungszeit in irgendwas Bestimmtes reingeflossen ist, was wir noch vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Also irgendein bahnbrechendes Gimmick in dem Spiel. Sowas zum Beispiel. Oder vielleicht, dass es noch eine ganz andere, eine zweite Welt gibt, irgendwie unter der normalen Welt oder über der normalen Welt. Aber wurde, guck mal, bei A Link to the Past zum Beispiel, wurde ja Hyrule immer als dieses goldene Land bezeichnet, was über allen steht. Und am Schluss, wenn man das Triforce hat, ist man auch war in Hyrule und es gab das goldene Land. Und das goldene Land wurde aber in die Schattenwelt verwandelt. Ja, genau. Und ich schätze mal, dieses goldene Land, das ist ein Throwback quasi von Link to the Past, dass quasi das Wolkenmeer darüber das goldene Land ist quasi von Hyrule. Mhm. Dass man quasi das exploriert. Das quasi dieses Wolkending, und das ist auch naheliegend, auch das, wenn man bei Link to the Past das Ending hat oder so, das ist, das spielt ja dann auch in dem Himmel. Was so ein bisschen Kid Icarus-mäßig aussieht, oder nicht? Hä, was? Das in Link to the Past? Ja, in Link to the Past gibt es so ein Bild, dass das so ziemlich in dem Wolkenmeer ist alles. Ja. Glaube ich zumindest. Kann das sein. Ist ein Artwork, glaube ich. Aber da habe ich irgendwie den meisten Bezug. Ja. Aber, ich meine, was würde das jetzt gameplay-mäßig ausmachen? Ja, dass man halt
auch wenn man jetzt Skyward Sword nimmt mit der Göttin Hylia, die alles erschaffen hat oder so, das ist ja auch quasi ein Throwback. Da gibt's ja quasi Hyrule so gesehen ja noch gar nicht. Mhm. Das ist ja das allererste Zelda quasi. Ja. Und ich schätze mal, das wird ein Throwback werden halt. Ich schätze mal, dieses goldene Land. Oder nein, das war bei A Link Between Worlds am Schluss. Da ist man doch im Himmel. Boah, das weiß ich ja. Doch, das ist das Ende. Link Between Worlds Ending. Doch, da, weil das ist das goldene Land, wo das Triforce, ich verwechsel das, da revealed ja auch Ravio seine richtige Identität. Ending, 3DS. Ja, da sieht man Link und Zelda des Triforce auf so einem Schrein und so. Weil, also könnt ihr das jetzt leider nicht sehen oder so, aber guckt euch vielleicht mal das Ending von Zelda Link Between Worlds an. Weil das ist irgendwie das, was mir im Kopf hängen geblieben ist, was ich assoziiere mit dem jetzigen Look, was ich gesehen habe in Dings, in Breath of the Wild 2. Ist vielleicht auch sehr weit hergeholt und so. Und vielleicht, das meine ich am Ende, dass du dann, die sind auf dem Schloss von Hyrule oder so, aber das sieht so unecht halt alles aus. Und das habe ich auch mit, das zieht auch zu Link to the Past. Also. Junge, YouTube ist so werbeverseucht mittlerweile. Ich kann nicht ein Video zeigen, ohne hier 40 Sekunden Werbung zu haben. Schneiden wir alles raus. Natürlich. Keine Ahnung, da sie wollten uns aber vielleicht nicht, weil es ein hoher Ort ist, oder? Ja, aber das sieht für mich aus, das ist halt über Hyrule irgendwie. Und das, denke ich mal, ist vielleicht verwurstelt, weil dann steht auch das ist auf dem Schloss, oder was? Vielleicht habe ich es auch da, das meine ich. Das ist danach. Nach dieser Cutscene bist du halt irgendwie oben in diesen Wolken über Hyrule. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an den Trailer. Ich weiß nicht warum. Weil da siehst du auch das Triforce. Und das ist für mich halt so eine Sache. Das könnte zusammen sein. Das könnte related sein. Ja, keine Ahnung. Also auch diese Säulen und so gibt's auch in einem Trailer. Also für mich ist das... Ich weiß nicht, schreibt mal eure Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht auch denkt. Vielleicht spinne ich da auch. Ich glaube, niemand, der gerade zuhört, kann irgendwas damit anfangen. Mit dem Ending von A Link Between Worlds? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. ist jetzt so abgefahren, meine Theorie. Ja, gut. Okay, jedenfalls, ihr habt alle Unrecht, ich hab recht. Zu Breath of the Wild 2. Ich hab alle Unrecht, ich hab recht. Ja, aber was sind denn so deine Hoffnungen oder was ist, also du bist ja ein bisschen skeptisch, ne? Ja. Was das Spiel angeht. Ja. Warum? Keine Ahnung, für mich wirkt es halt so ein bisschen wie ein Cash Grab, weil die Story ist jetzt auch nicht unique, ne? Also wenn es echt nur, oh, Ganondorf ist erwacht, ja, cool, hatten wir ja eigentlich davor teilweise auch nur mit Ganon. Und wenn es einfach nur Dreh- und Angelpunkt ist, so jetzt Ganondorf ist erwacht, ich denke auch mal, dass der Arm von Link so fungiert, dann wie die Sheikah Slate, dass er halt seine ganze Kraft mit dem Arm irgendwie hat, weil es auch Technologie ist von Sheikah, glaube ich mal, denke ich mal. Und ich habe halt nicht hohe Erwartungen, weil bin halt von dem ersten Teil leider so ernüchtert, dass ich sagen muss, ich brauche jetzt nicht more of the same. Ich brauche jetzt nicht nochmal das gleiche Hyrule, was noch ein bisschen Plattform oben hat in den Himmel. Ich weiß nicht, halt, aber wie krass mal, geil das wird. Das weiß weißt du, halt was nicht. Ein bisschen meine Hoffnung ist? Mm-mm. Dass sie die guten Parts von Breath of the Wild, und das hat ja echt gute Parts, weil die Exploration und das Grundsystem ist ja geil. Ja. Nur ich schätze mal, dass sie dann vielleicht auch nicht mehr genug Zeit und nicht genug Ressourcen hatten, damit noch viel mehr zu machen. Und deshalb so Sachen wie zum Beispiel die Dungeons oder so halt etwas, ja, kurz ausgefallen sind in dem Spiel, beziehungsweise nicht so, ja, gut durchdesignt waren, weil du hattest halt diese Divine Beasts und die waren ziemlich samey, also sahen irgendwie sehr ähnlich aus vom Interior und... Aber das ist eine Zelda-Krankheit bei den DS-Spielen auch so. Ja. Da hast du auch die Dungeons, die sehen und auch deshalb, alle gut aus. Was ist, wenn sie halt das, dadurch, dass sie das System und die Engine und die Welt übernommen haben, dass sie dann ihre ganzen Kapazitäten in das Design der zusätzlichen Welt und der Dungeons stecken konnten? Ja. Und dass du dann, stell dir einfach mal vor, du hast ein Breath of the Wild mit so einer riesigen Open World, mit so einer sandboxigen Open World, wo du mit deinen Abilities spielen kannst oder so. Aber gefüllt mit coolem Loot, mit coolen Gegnern
und mit richtigen Zelda-mäßigen Dungeons, die richtig geil durchdesignt sind, mit richtig coolen Bossen und so. Und das könnte das perfekte Zelda sein. Ich sag nicht, dass es das sein wird, aber wenn es in die Richtung geht und auch nur Teile davon hat, könnte es echt ein geiles Spiel werden. Ja, ich glaube, ich bin eher der Verfechter der traditionellen Zeldas, das ist mein Problem. Ich glaube, ich finde halt eine abgestellte Welt, es muss auch nicht immer Hyrule sein oder so, man kann auch Hyrule anders interpretieren. Man kann auch sagen, Link geht auf eine große Reise und geht dann nach Termina oder so oder in irgendein anderes Land. Mhm. Weißt du, das ist, aber das Setup von diesem Spiel ist mir jetzt schon zu langweilig. Leute, hasst mich bitte nicht. Dass du die gleiche Welt hast, oder was? Ja, aber dass ich jetzt Hyrule wieder habe und das, ich kann mir jetzt schon vorstellen, der letzte Dungeon wird dann wieder dieses Hyrule-Schloss sein und es wird alles reused vom ersten Teil und nur, dass da ein anderer Boss drin ist. Weißt du, das ist meine große Angst und für mich waren auch bei Zelda... Das wird safe nicht so sein. Das wird so sein. Wie gesagt, die arbeiten 5 Jahre an diesem Spiel, das in der gleichen Welt spielt und du glaubst, nichts ändert sich. Ernsthaft? Ich hoffe, dass sich gameplay-mäßig was ändert, weil ich will auch wieder Items haben, die unique sind. Ich will nicht eine Sheikah Slate, die Zeit anhält und eine Sheikah Slate, die magnetisch ist, wo du mit alles, also diesen redundanten Punkt, dass du mit diesem Environment die ganze Zeit rumspielst und damit Puzzles löst, ist cool. Das ist ein geiler cool, Kniff. Aber dazu braucht man trotzdem noch die Items. Ich will einen Bumerang haben, ja. Ich will einen Feuerstab haben, ich will keine Ahnung. Wobei, das gab's beides. Gab's Feuerstab? Ja, das gab's einfach so als Waffe, oder? Ja, kann sein. Findest du einen Geistern oder so? Ja, aber ich will halt abgefahren. Guck mal, zum Beispiel dieser Käfer bei Skyward Sword, den du rumwegschießt und damit Schalter anvisieren kannst oder sonst was. Also ja, coole Items, mit denen man rumspielen kann. Genau, diese Gimmick-Sachen, die finde ich cool. Wenn die noch eingebaut sind, und das kann man ja damit Traversal auch verbinden. Vielleicht gibt's auch ein Jetpack oder sowas. Weil die haben diesen Eponator reingebaut, dieses Epona-Bei. Auch eine verschenkte Mechanik ist auch den Wolf-Amiibo. Du kannst einen Gefährten bei dir haben, der mit dir rumrennt und mit dir Gegner killt. Das ist einfach nur so mit dem Amiibo und da läuft einfach nur so eine begrenzte Zeit. Ja, und das hätten sie doch, die hätten ein richtiges Partnersystem, dass du Sachen tamen kannst, hätten die in das Spiel reinbauen können. Wie geil wäre das? Es gab ja sogar so Hunde, ne? Ich dachte die ganze Zeit so, warum kannst du ja sogar so füttern und dann ist ein Herz über den. Ich dachte so, Alter, man kann die safe zähmen. Guck mal, ich dachte das wegen diesem Wolf-Amiibo. Ja. Dachte ich, das geht safe, aber nö, geht's natürlich nicht. Ja, und sowas würde für mich dann eher ein Kaufgrund sein, wenn du halt wirklich irgendeine noch eine Mechanik in dem Spiel hast, die richtig geil ist, die zu Ende gedacht ist und nicht angedeutet ist. Weil, keine Ahnung, zum Beispiel, du hast dieses Kochsystem, was du hast bei Breath of the Wild. Es gibt so viele Rezepte, aber du musst dir alle merken, es gibt kein Kochbuch. Oder es stehen auch Rezepte an den Wänden quasi in Häusern oder so, musst du dir alle merken, es gibt kein Kochbuch, es gibt keinen Log dafür. Das heißt, später habe ich eigentlich immer das gleiche gemacht. Ich habe einfach nur Fleisch reingeschmissen, Steinsalz und irgendeine andere Scheiße und habe immer das gleiche gemacht. Aber es gab doch Rezepte, oder? Gab's die nicht sogar zu finden oder dass Leute dir die sagen oder so? Ja, aber du musst dir selber aufschreiben. Es gibt jetzt von innen im Spiel, konntest du nicht einfach hingehen und sagen, ich will das Rezept kochen, das geht nicht. Du musst immer alles manuell reinschmeißen. Ja. Das kann ich mir. Und auch diese ganzen Survival-Mechanics, die da reingebaut haben. Ja, warum habt ihr da nicht eine Hungerleiste reingebaut oder sowas, was richtig nervig ist, was dann Survival-Aspekt hat? Weil so hast du gar keinen Survival-Aspekt. Du hast schlimme Kälte, die dir Leben abzieht. Ja, egal, dann machst du halt Quick-Travel woanders hin oder machst dir ein Lagerfeuer mal eben. Also diese ganzen Sachen sind nicht hundertprozentig zu Ende gedacht in dem Spiel. Genauso wie dass es kein Level-Up-System gibt. Das mit den Waffen ist ziemlich scheußlich geregelt. Und auch diese Mini-Dungeons hingen mir relativ nach 20 Stück mir zum Hals raus. Das ist halt keine Abwechslung. Deshalb, ich könnte mir echt vorstellen, dass sie die komplett wegrationalisieren und dafür richtige Dungeons machen. Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Aber was mich halt so ein bisschen halt abturnt, ist halt, dass du halt kein neues Environment hast, außer diese, ich weiß nicht, wie geil die das mit diesen Wolken designen. Weil wenn es nur einzelne Sachen sind, die oben in dem Wolkenmeer hochschweben, dann ist es vielleicht sehr wenig, dann kannst du vielleicht sehr wenig damit gestalten. Das sind halt einfach nur so Fetzen, weißt du, von Erde, die oben fliegen. Sieht cool aus. Was ich mich halt frage, wenn wirklich das, was da oben fliegt, ich glaube, vielleicht vielleicht steigern sich die Leute auch zu sehr da rein, dadurch, dass man sieht halt, dass das Castle hochfliegt, ne, in dem Trailer. Ja. Dadurch denke ich halt mal, dass irgendwie diese Welt oben in den Wolken dadurch entsteht, dass irgendwie Sachen vom Boden hochfliegen. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht ist es wirklich nochmal eine separate Welt. Aber angenommen, das ist echt Landmasse, die sich vom Boden löst und hochfliegt. Das ist die gleiche Sache. Was passiert dann mit den Stellen unten, wo das halt sich entfernt hat, wo das hochgeflogen ist? Ist dann da drunter irgendwas? Oder fällt das dann einfach weg und dadurch ist die Welt unten kleiner? Genau.
das ist der dringend andere Punkt. Wenn sie es wirklich mal schaffen würden, auch den Untergrund von so einer Welt oder den Ozean, weil das ist ja auch so eine Sache, ne? Kannst du bei Breath of the Wild tauchen? Ja, ne? Nee, du kannst nicht schwimmen, nicht richtig, oder? Irgendwas gab's doch da, dass du nicht richtig gut schwimmen kannst. Du musst dir doch ein Floß bauen oder so, ne? Ich überlege gerade, ob man überhaupt schwimmen kann. Doch, ich glaube, man kann schwimmen, aber das drängt unten deine Stamina und du ertrinkst dann einfach. Genau. Man kann, glaube ich, nicht tauchen. Ja, ja, genau, aber sowas ist dann auch schade, wenn man nicht tauchen kann und unter Wasser was erforschen kann oder sowas, dass unter Wasser eine Höhle ist und dann kommst du. Wenn die das halt echt bauen, wenn die Welt organischer miteinander vernetzen, dass irgendwie alles so mehr Exploration noch hat und so ein Eye-Opener mit fiesen Gegnern und sowas und halt wirklich so kleinere Dungeons. Weil die Welt ist sehr eindimensional, ne? Ja, weil leider. Beziehungsweise zweidimensional. Eigentlich ja dreidimensional, aber die dritte Dimension ist nicht wirklich ausgenutzt. Weil du hast keine Höhlen. Alles ist mehr oder weniger flach. Klar, du hast teilweise Berge oder du kannst Türme hochklettern. Und so Täler. Aber du kannst eigentlich nicht nach unten exploren. Ja, und das ist so wichtig eigentlich in dem Spiel, dass du so natürliche Verbindungshöhlen hast oder so. Und gerade da kannst du fiese Käfergegner reinhauen oder so. Oder für andere verirrte Abenteurer oder so, die du helfen kannst oder so. Ein Fackelsystem bauen. Dass du halt wirklich irgendwie eine Ressource brauchst, um unter der Erde quasi weiterzukommen oder sowas. Irgendwie sowas Cooles als Twist. Ja. Und ja, Dungeons ist halt so eine Sache, ne? Vielleicht werden auch diese Divine Beasts wieder reused oder so. Glaub ich nicht. Meinst du nicht? Ich meinst du, die lassen die vermuten? Also irgendwie werden, in irgendeiner Form werden die vorkommen. Aber guck mal, was halt auch, weißt du, in Breath of the Wild, in der Lore, gab's ja eine total weit entwickelte Shika-Zivilisation. Gab's vorher und die haben ja diese Divine Beasts erschaffen und diese Zivilisation schlummert quasi unter der Erde. Ja. Und jetzt im zweiten Teil hast du Landmasse, die nach oben schwebt. Was ist, wenn diese Zivilisation echt wirklich noch existiert unter der Erde und die wird jetzt freigelegt dadurch? Hm. Stell dir mal das Potenzial vor. Ja. Dass du hast oben halt deine Natur, deine natürliche Welt mit Wäldern und Bergen. Und eine mechanische. Und unten drunter hast du eine mechanische Shika-Welt. Und oben drüber hast du dann noch den Himmel mit irgendwelchen fliegenden Inseln. Es kann aber auch zu viel sein, ne? Zu viel Ambition für ein Spiel. Deshalb wird es ja auch immer weiter verlegen. Ich find den Design-Gedanken schon cool, aber dann finde ich es besser, wenn sie halt wirklich Hyrule kleiner machen würden. Weil wenn die wirklich jetzt wieder diese große Fläche haben, die gefüllt ist mit nichts, dann musst du da auch eigentlich nicht hingehen. Warum brauchst du so viel Leere, wenn du eigentlich nur alles zentrieren kannst in einem Punkt? Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass sie dich nochmal komplett die gleiche Welt nochmal exploren lassen, weil was wäre da der Sinn? Ja, das frage ich mich halt. Die müssen halt eine krass neue Welt über Hyrule quasi bauen. Und dann das heißt, das Spiel ist echt ein Mysterium für mich. Ist es, für mich auch. Weil ich es nicht verstehen kann. Was ich halt echt hoffen würde, wäre, dass es mehr Gegner gibt, weil es die Enemy Variety im ersten Teil war Trash, dafür, dass die Welt so riesig war. Du hast die ganze Zeit immer wieder gegen Bokoblins und Moblins gekämpft und sonst eigentlich fast gar nichts. Aber wenn der Blutmond kommt, ist mein Scherz. Ja, und dann gab's ab und zu irgendwie diese Riesen, aber die waren auch alle gleich, oder diese Golems und die waren auch alle gleich. Ja, man hat die auch ziemlich früh im Spiel. Und Lionels waren cool. Die waren geil. Ja. Die waren halt auch. Ja, und noch diese Shika-korrumpierten Dinger, ne, die mit ihrem Laserstrahl schießen, ne? Diese Guardians. Die Enemy Variety war okay, aber für diese riesige Welt war es zu wenig. Weil du den halt die ganze Zeit gegen das Gleiche gekämpft hast. Ja. Meiner Meinung nach oder in meiner Erinnerung gab es in anderen Zelda-Games mehr unterschiedliche Gegner. Ja, gab es immer schon. Und also da würde ich mir mehr wünschen, dass du halt wirklich irgendwie Herausforderungen in dieser weiten Welt hast und nicht die ganze Zeit nur mehr Moblins, die du wegwickst. Vor allen Dingen, ich habe auch voll lange gebraucht, um meinen allerersten Rubin überhaupt zu finden in Breath of the Wild. Ich dachte, okay, gibt's keine Rubine oder so? Ja, ich habe ziemlich lange gebraucht, um einen zu finden. Und dann habe ich einen gefunden, aber mit diesen Rubinen kannst du auch voll wenig nur kaufen. Du kannst vielleicht eine Shika-Rüstung kaufen und das war's. Du und Pfeile oder sowas. Oder es gibt ja keine Tränke oder so, ne? Kann ich auch irgendwie Waffen kaufen oder so? Ja, aber es ist sinnlos, weil du findest die. Halt, dieses das ganze ist halt Spiel auch was. Ich hoffe mal, dass es keine Durability mehr gibt auf den Waffen. Und ja, dass die Waffen vielleicht auch irgendwie wirklich mechanisch dann unterschiedlich sind. Also, dass die wirklich irgendeinen Sinn haben halt. Ja. Das war ja da nicht wirklich so. Also, der Playstyle hat sich nicht wirklich verändert. Basierend darauf, was du für eine Waffe hast. Die waren halt schneller oder langsamer, das war's. Ja. Aber es hat sich nicht so krass geil angefühlt.
Wobei, es gab ja zum Beispiel auch so elektrische Schwerter, mit denen konntest du dann echt irgendwelche Sachen elektrisieren. Oder Feuerschwerter oder Eisschwerter. Genau, oder wenn du ein fettes Feuer-Greatsword auf dem Rücken hattest, hat dich das auch gewärmt. Ja, das ist nett, das ist ein cooles Detail, aber das macht jetzt das Gameplay nicht anders. Das ist jetzt nicht so weiß ich nicht. Ich fände es viel cooler, wenn du so eine voll coole Waffe findest, dass du die dann halt auch immer available hast und dass die nicht nach 10 Schlägen dann kaputt ist, ne? Ja, weil... Und Rüstungen dasselbe, dass halt Rüstungen irgendwie... Wobei, die Rüstungen sind da ja nicht kaputt gegangen oder so. Mhm. Aber es gab eigentlich keinen Grund, Rüstungen anzuziehen. Ein paar hatten weil, noch andere Effekte oder ja, so. Manche haben sich irgendwie gewärmt oder so. Genau, eine Rüstung hat irgendwie deinen Angriff erhöht. Aber letztendlich hattest du irgendwie eine Rüstung, die war besser als alle anderen. Ja, und dann hast du die anderen nicht mehr angezogen. So. Ja, da kann man halt vielleicht mal so zu From Software schielen, ne? Wie die das mit Rüstungen an. Plus, es gab links traditionelle Rüstung, gab es nur durch Amiibos und die war Trash von Stats her. Ja. Und das ist, keine Ahnung. Die sah sogar unterschiedlich aus, ne? Je nachdem, welchen Amiibo du hast. Du kannst auch so eine Link-Tunit von Wind Waker bekommen. Die hat ein bisschen andere Farben als die von Twilight Princess oder Ocarina of Time. Da haben die schon ein bisschen abgeschweckt. Ja, und auch dieses Horse-Taming war ja auch so sinnlos eigentlich. Du holst ja einen Horse, das ist gut, da hast du ein gutes Horse und dann machst du das nie wieder. Warum sollst du jetzt noch mal ein Horse und noch ein Horse? Du konntest ja dann irgendwie selber das Pferd finden und das war dann halt auch so das ultimative Horse, kannst, viel besser war als alle anderen. Du kannst auch Epona, glaube ich, kriegen durch ein Amiibo. Das ist generell, das haben die auch bei Skyward Sword gemacht. Ja, diese Skyward Sword Amiibo-Geschichte ist auch so kacke gewesen mit dem Wing, mit dem Red Wing oder wie es auch mal heißt. Der Vogel halt von Zelda. Mhm. Ja, damit haben sie auch Schaden. Damit konntest du dann Quick Travel. Das kannst du nur mit dem Amiibo. Ohne den Amiibo hast du die normale Quick Travel und mit dem Amiibo kannst du immer ins Wolkenmeer reisen, wenn du willst. Mhm. Das hinter einer 15 Euro Plastikfiguren Paywall. Ja. Das ist nichts anderes. Und ja, was erwartest du denn jetzt von dem, also du hast einen positivere Einstellung dem Spiel gegenüber. Guck mal, ich gehe halt einfach vom Besten aus und würde dann hoffen, dass du eine große Welt hast zum Exploren, vielleicht nicht ganz so groß wie im ersten Teil, aber dafür halt more fleshed out. Besser Design. Also dass es coolere Gegner gibt, besseres Loot und dass es dann auch richtige Dungeons gibt. Nicht nur irgendwie 4 Divine Beasts, wovon jedes irgendwie schlechter designt war als jeder Zelda-Dungeon ever. Ja. Meiner Meinung nach. Und dafür dann nicht irgendwie diese 10 Milliarden Schreine, die jeweils nur ein kleines Puzzle sind oder so. Oder ein kleiner Battle. Und ja, also eine gut durchdesignte Welt, die von mir aus auch ziemlich open sein kann, solange sie halt gefüllt ist mit interessanten Sachen und nicht so wie in Breath of the Wild. Oh, noch ein Kurok-Seed. Oh, geil, noch ein Schrein. So. Genau. Dann halt richtige Dungeons, wie gesagt. Mit verschiedenen Bossen und so halt, also mehr Liebe irgendwie so im Detail irgendwie oder mehr Liebe fürs Detail. Oh ja, das ist schon eigentlich alles, was ich haben will. Mhm. Dass du richtige Dungeons hast mit unterschiedlichen Bossen und dass halt in der Oberwelt irgendwie mehr passiert, dass man irgendwie coolere Gegner da hat und so. Und ja, ich kann mir halt echt vorstellen, wie gesagt, dass dadurch, also wenn echt diese Länder da so hochfliegen, dass dann dadurch irgendwie darunter irgendwas freigelegt wird oder dass dadurch halt die untere Welt, also die Bodenwelt quasi dadurch verkleinert wird. Mhm. Dass dadurch dann halt mehr Playtime oben im Himmel ist. Ja. Ich wette, es wird so ein Hin- und Hergereise von oben nach unten. Mhm. Dass halt unten irgendwas Wichtiges an Ressourcen ist und oben ist halt irgendwas fehlt an Ressourcen. Dass du irgendwelche Sachen nicht benutzen kannst oder sonst was. Und das Master-Schwert hat man auch gesehen. Aber meinst du, es wird da irgendwie einen Timeskip geben? Weil man sieht ja halt im Trailer, wie Ganondorf aufwacht und Hyrule Castle schwebt hoch, aber ansonsten die Welt drumherum sieht ganz normal aus. Und meinst du, Link wird dann irgendwie wieder ausgenockt für ein Jahrhundert und dann hat sich die Welt komplett verändert? Oder meinst du, es spielt literally direkt danach? Weil dann kann sich ja eigentlich die Welt nicht so krass verändert haben und es wird wahrscheinlich so sein, dass irgendwie das Ende von Breath of the Wild 1 nicht der hundertprozentige Frieden ist und dass dann halt irgendwie immer noch irgendwelche dunkle Materie oder so aus irgendwelchen Löchern rauskommt. Und wahrscheinlich geht dann Link und Zelda zusammen das
explorieren. Ja. Und dann sieht man halt die Szene von dem ersten Trailer. Sondern halt irgendwie Ganondorf sieht, wie er da irgendwie noch gebannt ist. Vielleicht baut dann Zelda Scheiße oder Link baut Scheiße oder irgendeine andere Figur, sagt denen, die sollen irgendwas tun und befreien ihn dann irgendwie aus seinem Gefängnis. Und dadurch geht dann halt alles irgendwie kaputt. Mhm. Ich denke auch mal, Zelda wird auch wieder abstinent sein in einem Game. Glaub, ja, scheinbar. Man sieht ja schon, wie sie da runterfällt. Ja. Also. Obwohl Onuma gesagt hat in einem Interview, dass viele Leute sich auch einen weiblichen Link gewünscht haben zu spielen und dass er darüber auch irgendwie stärker nachdenkt und deswegen auch das Design von Link jetzt auch mit längeren Haaren. Beim allerersten Trailer hatte ich echt überlegt, so vielleicht kann man beide spielen, aber man hat Zelda irgendwie als Begleiter dabei oder so. Es könnte sein auch, dass man vielleicht haben sie das auch anfangs geplant, aber haben es dann wieder über Bord geworfen, weil es irgendwie nicht ging oder so. Aber es wäre von Rätseln halt cool, ne? Wenn dann on the fly mit beiden Charakteren irgendwie das wechseln kannst oder die dann aber es kann halt aktiv auch schnell der Hilfe beim Kämpfen. Werden, ne? Ja. Also AI-Companions können halt wirklich auch strohdoof sein und das Spiel kaputt machen. Gibt aber auch gute Spiele, sowas wie Secret of Evermore zum Beispiel. Nee, aber ich hab halt große Angst, dass es halt more of the same wird, dass halt die Dungeons nicht wirklich cooler sind, sondern einfach nur so eine Weiterentwicklung von Physikrätseln sind und dass nur diese Sheikah-Slate-Sache gefahren wird. Da habe ich halt Angst vor, weißt du? Dass dann vielleicht kriegst du als Belohnung dann wirklich einen Herzcontainer und einen Ausdauercontainer nach so einem Dungeon, nach einem richtigen Dungeon. Ich glaube auf jeden Fall. Aber das war's dann halt auch. Ich habe jetzt keine hohen Hoffnungen. Also irgendwie vom Trailer her glaube ich nicht, dass die traditionellen Zelda-Items zurückkommen. Das glaube ich auch nicht. Also Enterhaken. Es werden neue Sheikah-Techniken dazukommen. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, ich meine, einer hat man ja schon gesehen, dass man halt durch Plattformen so durchfacen kann von unten nach oben. So portalmäßig. Ja, vielleicht gibt's da noch einen Doppelsprung oder sowas oder irgendwie sowas. Irgendwas wird dann noch hinzukommen. Oder dass man so noch gleiten kann oder so. Das muss ich echt dem Spiel sagen. Warum gibt's da kein Flugzeug? Ohne vielleicht kann man echt. Das wäre geil, wenn man rumfliegen könnte. Vielleicht kann man einfach so vertikal nach oben fliegen, so ein Stück. Und dann kannst du den Gleiter benutzen und hast dadurch voll das geile Traversal. Jetzt kommt man mit Rivalis Special-Fähigkeit machen, ne? Stimmt. Da kommt man so hochspringen und dann gleiten. Ja, sowas für immer halt, dass du es immer wieder benutzen kannst. Ja, so Bewegungsoptions sind halt wichtig, weil dieses Klettern geht halt einem auf den Sack. Also wer jetzt Breath of the Wild 2 spielt und dann wieder so Türme hochklettern muss, die zu aktivieren, dann kotzt du im Strahl. Das kannst du den Leuten nicht antun, ganz ehrlich. Mhm. Ich glaube, da wird Nintendo halt wirklich sagen, hey, wir haben diese Engine, wir haben diese Welt geschaffen im ersten Spiel und jetzt elevaten wir das im wahrsten Sinne des Wortes und bauen einfach oben drüber was Neues. Das schätze ich schon. Aber ohne das Alte zu vergessen. Das Alte müssen sie gar nicht mehr anpassen. Die können vielleicht ein paar andere Quests reinmachen, aber die Welt bleibt so bestehen, wie sie ist. Bauen vielleicht noch ein paar Höhlen ein. Ja, aber die darf auch gar keins. Wenn das so ist, dann darf die auf gar keinen Fall so groß sein wie im ersten Teil. Weil das ist sonst ja, natürlich, weil es da nichts gibt. Aber es ist ja auch egal, ob du jetzt eine Fläche hast mit gar nichts und es spielt sich halt alles nur oben, oberhalb ab. Naja. Dann heißt es für die Leute, Die Hard Fans, ja cool, ich kann immer noch in mein altes, zur alten Insel fahren, wo der eine Oger rumliegt. Und das gibt es immer noch hier in dem Spiel. Weißt du, dann denken die, ja, das ist die gleiche Welt, das ist voll geil. Das kannst du auch positiv sehen. Für mich ist es langweilig, aber naja. Ja, es ist halt so. Ich sage einfach nur, das Spiel ist 5 Jahre in Entwicklung und das, obwohl sie das ganze Grundsystem und die Engine Welt und so, ne? Schon haben. Ja, ja. Und ich schätze mal, dafür wird es einen Grund geben. Ich glaube, da ist irgendwas ganz Krasses, was wir noch gar nicht wissen. Vielleicht schon, ne? Dass man echt vielleicht mit Zelda vielleicht im Untergrund spielt teilweise und mit Link irgendwie oben spielt, dass das vielleicht gepartet ist. Hättest du beide Charaktere. Und hättest du mit Zelda so einen Exploration-Part, vielleicht, dass sie ein bisschen hilfloser ist, sodass sie ihre Magie benutzt. So, oder ihren Bogen, und das hat mit Link irgendwas oben hast. Und das, vielleicht hat das dann Impact. Je nachdem, was du mit Zelda erreicht hast, unten kannst du oben bei Link weiterspielen oder so. Das wäre auch eine Möglichkeit. Mark my words. Ihr habt es zuerst gehört. Nee, aber ich bin jetzt auch nicht so miese Peter und gebe dem Spiel keine Chance. Auf keinen Fall. Ich werde es mir angucken. Ich werde mich jetzt nicht so diehard spoilen wie beim ersten Teil. Aber du bist skeptisch, ne? Ich werde mir eine Review. Will ich aber auch. Ich werde mir eine Review echt mal durchlesen. Lesen, weil nicht Problem, angucken. Das Problem ist ja auch, es gibt keinen Grund für Nintendo, so groß was zu verändern. Ja, weil das Spiel wurde ja übelst gefeiert. Ja, es ist wie Assassin's Creed. Meisten Leute fanden das Spiel ja mega gut. Ja, das ist halt das ist leider, die Formel wird durchexorziert, bis es allen zum Hals raushängt. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Dark Souls 4, Dark Souls 5, Dark Souls 6. Zelda war schon immer eine beliebte Videospielreihe, aus anderen Gründen, als es jetzt Breath of the Wild ist. Und deshalb denke ich, es würde schon Sinn machen, um das Spiel zu verbessern, wenn man die positiven Aspekte der alten Zeldas mit einbringt. Weil, und das wäre halt wirklich das Beste für mich, wenn man halt das coole neue System mit der Open World, mit diesem Sandboxigen, das kombiniert
mit den traditionellen Dungeons, mit eigenen Bossen, mit coolen Items und so. Wenn man das machen würde, dann hätte man echt ein richtig, richtig geiles Spiel. Aber leider glaube ich nicht, dass sie das tun. Vielleicht, das habe ich auch vielleicht gedacht. Aber ich glaube, also Dungeons wird es, glaube ich, geben. Ja, natürlich. Ja, klar, das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Das kannst du nicht rausnehmen. Ich meine schon eher so traditionellere Dungeons, die echt unterschiedliche Themes haben und so. Und nicht nur so wie die Divine Beasts da. Was sie mit Skyward Sword gemacht haben, ist ja auch so ein bisschen die Herkunft vom Master Sword, das zu erklären. Ja. Und das finde ich auch wichtig. Im neuen Trailer ist das Master Schwert ja auch komplett irgendwie zerstört und verrostet und so. Noch mehr als in Breath of the Wild 1. Weil da war es ja einfach so ein Relikt, was im Wald rumgammelt und weil Link es anpackt oder so, hat es wieder seine Energie. Aber ich schätze mal, es wäre auch interessant, dass man vielleicht einen Schmied finden muss quasi, der dieses Master Schwert wieder richtig schmieden kann. Das wäre vielleicht auch geil. Und vielleicht gibt es diesen Schmied auch nur in dieser Wolkenstadt quasi, die man erreichen muss, um quasi mit diesem Schwert Ganon zu besiegen. Und das wäre auch ein geiler Plot eigentlich. Vielleicht reusen sie dann auch Fei irgendwie wieder von Skyward Sword. Kann ja sein, dass sie einen Gastauftritt bekommen im Cameo. Meinst du nicht? Aber ein Begleiter fehlt mir bei Zelda irgendwie. Sowas wie eine Navy oder eine Midna. Navy war nervig, ja, aber sowas mit einem Midna oder sowas. So eine Begleiterin, die noch einem Link eine Stimme verleiht. Außer jetzt durch Telepathie oder durch ein Handy mit Zelda zu reden, fehlt mir wirklich auch noch so ein Begleiter bei Zelda. Irgendjemand, der dir das irgendwie das Spiel ein bisschen noch erklärt. Vielleicht ist auch diese Cutscene, wo du siehst, wie Zelda runterfällt, vielleicht ist es auch einfach voll der Tease und das ist quasi nur, um uns in die Irre zu führen. Ja, das denke ich auch. Es ist einfach nur eine Cutscene, wo sie runterfällt und dann ist sie unten im Wasser und du gehst dann da runter und sie ist dann da und dann spielst du doch mit beiden Charakteren zusammen. So. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, gameplay-mäßig werden die noch einen Twist machen. Die werden einen Twist machen und ich glaube mal, und ich denke mal auch, dass die Story ein bisschen mehr Dimension annimmt als bei Breath of the Wild 1. Bei Breath of the Wild 1, ja, du kannst auch direkt zum Ganondorf, zum Final Boss hinlaufen. Und ich glaube auch, die Zelda in Breath of the Wild war ein ziemlich beliebter Charakter. Ihr Hintern auf jeden Fall, ja. Oh ja, war auch bei mir sehr beliebt. Aber deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die eine größere Rolle vielleicht diesmal spielen wird. Und vielleicht ist es wirklich so, dass es, ja, ich würde nicht unbedingt sagen so 50-50, wie du das jetzt gesagt hast, dass du mit Link spielst, dann mit Zelda, dann mit Link, dann mit Zelda. Aber vielleicht wird es schon so Passagen zwischendurch geben, wo man Zelda spielt, in irgendwie dieser Unterwelt und sie steckt aber da halt fest und Link muss sie halt letztendlich dann doch befreien, so. Aber dass die... Wirklich? In der Lore ist ja diese Zelda da extrem powerful, weil die hat ja irgendwie wie viele hundert Jahre gegen Ganon gekämpft. Ja, oder hat ihn quasi da zurückgehalten. Stimmt, stimmt. Du hast recht. Ja, und am Schluss hilft sie ja eben auch beim Final Battle. Ja, aber auf jeden Fall, das wäre denkbar, dass zwischendurch echt so... so Sequenzen sind, wo man Zelda spielt und irgendeinen Shit machen muss. Ja, meine Hoffnung ist halt wirklich, dass die Story ein bisschen auf Fahrt nimmt und dass sie halt mich nicht enttäuschen mit dem Level-Design. Weil wenn das Level-Design wirklich more of the same, nur der erste Teil widerspiegelt, dann ist es für mich zu wenig. Ich glaube, es wird auf jeden Fall drin sein und im Trailer sieht es auch so aus, dass man irgendwie so Open-World Exploration ein bisschen hat. Aber ich glaube, es wird zusätzlich wird's auch noch ja, mehr durchdesignte Areas geben, also Dungeons oder vielleicht auch so Areale, halt wie in den anderen Zeldas so um die Dungeons rum, wie zum Beispiel Zoras Fluss, wo du dann irgendwie zu dem jeweiligen Wasser-Dungeon kommst oder eine Wald-Area, wo du zu dem Wald-Dungeon kommst oder so halt. Sowas kann ich mir schon vorstellen. Dieses Zora-Reich hatte auch Feeling, finde ich, das erste Mal bei Breath of the Wild. Da hatte ich echt gedacht, Alter, wenn das Spiel so ein Pacing hat und so weitergeht, ist es. Und da haben sie es ja dann auch clever gemacht, weil da regnet es die ganze Zeit und dadurch kannst du nicht überall drüber klettern. Ja, ja, das war so. Dadurch musst du quasi wirklich das Level durchspielen normal. Ja, aber da hatte das Feeling, das Spiel. Es war ein bisschen bedrückend und anders. Und dann, ja, das mit den Vögeln, mit dem Vogeldorf ist langweilig und das mit den Goronen, das war auch irgendwie voll tedious. Also ich gebe dem Spiel eine Chance, ich werde es spielen. Aber ich habe jetzt bisher noch nichts so Krasses gesehen, wo ich sagen muss, Alter, das holt mich jetzt so ab, dass ich sage, hey, es wird auf jeden Fall ein Masterpiece für mich. Aber dazu muss man halt auch sagen, man hat noch nicht viel gesehen. Gespielt, ja. Und das ist eigentlich vielleicht eine gute Sache, weil du hast ja gesagt, von Breath of the Wild haben sie im Vorhinein eigentlich fast alles gezeigt. Ja, leider. Und dadurch hatte man dann nicht mehr so krasse Aha-Erlebnisse, als man das Spiel tatsächlich gespielt hat. Das ist halt die Sache, ja. Und da... Aber mir fehlen trotzdem die Items. Mir fehlt es irgendwie, Flaschen zu sammeln, in die Flaschen was reinzufangen. Mir fehlen halt irgendwie andere. Weißt du was? Ich wette, Flaschen wird's geben. Das wäre cool. Würde ich begrüßen. Und aber ich glaube, die ganzen Dungeon-Items wird's nicht geben. Ja, so Boomerang-Enter. Vielleicht gibt es irgendwie, wer weiß, vielleicht gibt es
4 richtige durchdesignte Dungeons und jeder dieser Dungeons gibt dir eine Sheikah Slate Ability oder so. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch die Main-Design-Entscheidung, das so zu machen, dass man alles on the fly macht, ist, damit man nicht in Menüs rumhängt in dem Spiel. Es gibt quasi ein Menü, wo du Waffen ausrüstest, aber du kannst das ja auch alles auf Quick-Buttons legen. Ja. Und ich glaube, das wollen die auch mit dem Zelda erreichen, dass es halt so wenig kompliziert ist von der Steuerung, wie es eigentlich möglich ist. Mhm. Und deswegen rationalisieren sie ein Item wie eine Bombe, rationalisieren sie so weit weg, eine Bombe ist ein schlechtes Beispiel, aber diese Physik-Sachen, damit haben sie so viele andere Gegenstände wegrationalisiert, die den gleichen Zweck hatten. Das ist ein ultimatives Werkzeug, was du damit hast. Ja, klar. Und wofür Boxen schieben, wenn du irgendwie mehrere aufeinander stapeln kannst oder so? Oder wofür brauchst du einen Bumerang, wenn du halt irgendwie Sachen telekinesemäßig zu dir hinziehen kannst? Weil es gab ja auch Bumerang-Waffens. Ja, klar. Der Bumerang hatte ja damals wirklich einen Purpose, so bestimmte Gegenstände zu treffen oder Gegner zu verletzen oder sowas. Und das haben die ja jetzt gelöst. Du kannst ja mit allem irgendwie einen Gegner treffen. Kannst sogar Kisten hochheben und gegen Gegner die ganze Zeit hauen. Das geht ja. Das ist auch cool, dass es geht. Ich mag die Physik. Ich mag diese Engine. Aber es ist für mich eher eine Spielerei. Und es wirkt halt eher für mich wirklich wie so ein Spiel, was nur darum konstruiert ist, einen Baukasten zu haben. Und das ist halt mein größter Kritikpunkt. Ich möchte eine richtig ausdesignte, geile Welt haben, die zusammenhängt am besten. Die Hand und Fuß hat vielleicht auch neue Charaktere, neue NPCs, eine neue Ethnie. Es müssen nicht immer nur Zoras sein und Goron. Kannst auch was komplett Neues designen. Ja. Und natürlich schöne Endbosse auch. Nicht wieder Ganons Verheerung mit, mit einer Blitzwaffe. Und Ganons Verheerung mit einer Feuerwaffe. Und Ganons Fluch mit Elektrowaffe. Das ist mir zu wenig. Zu traurig. Ja. Ja. Und vielleicht kommen die Twi'li zurück von Twilight Princess, die in der dunklen Dimension leben. Muss es auch nicht sein, aber ich finde sowas cooler so als Approach, weißt du? Ich mochte Twilight Princess sehr gerne und ich mag es halt auch wenn die dann halt... Ich glaube irgendwie, das Spiel wird düsterer werden als der erste Teil. Ja, auch der Trailer, der erste sah düster aus. Aber das bricht aber auch wieder mit diesem goldenen Land-Vibe, den ich habe, wo ich gesagt habe, wie bei Link Between Worlds, dass man am Schluss dieses Wolkenmeer sieht, mit diesen Säulen, was so ein bisschen griechisch irgendwie aussieht. Ich glaube echt, ich settle so mit meiner Idee, dass es eine Oberwelt und eine Unterwelt gibt. Und Hyrule als Zwischenwelt gibt's auch noch, aber es wird kleiner ausfallen als im ersten Teil. Und dann hast du den Himmel, wo alles halt sehr lichtmäßig ist und so und sehr sonnig. Und dann hast du eine Unterwelt, wo es sehr darknessmäßig ist, wo ganz viel so lilaner Nebel und shit ist und so. Aber mark my words, ich finde wirklich, es sieht so ein bisschen griechische Mythologie mäßig aus, finde ich. Ich habe so einen Vibe davon, ich weiß nicht warum. Ja, es erinnert so ein bisschen an Kid Icarus, ne? Ja, das meine ich halt, dieses Griechische ist irgendwie das da. Ist in der irgendwelche Tempel, die in der Luft stehen. In der Luft, genau, das hat man ja auch bei Olymp-mäßig halt. Ja, auch die Hyrule-Tempel, wenn du die Stage siehst bei Smash Bros., die hängt auch in der Luft. Und dann siehst du im Hintergrund auch bei Zelda 2, ist es ja auch so. Halt, das ist ja daran angelehnt, aber das ist halt diese Thematik war bei Zelda schon sehr oft so. Dieses Floating Island-mäßige, das gibt's schon sehr oft, das gibt's schon länger bei Zelda. Hm. Das ist jetzt nicht nur da bei Breath of the Wild 2 so populär. Und auch der Look von Link sieht auch so ein bisschen so aus, finde ich. Mit seiner neuen Frisur und so, das ist so ein bisschen lockigeres Haar, was er offen trägt. Und auch die Tunic von dem, dass er die halt auch nicht anhat. Es sieht ein bisschen so aus. Es geht so ein bisschen in eine andere Stilrichtung, was nicht schlechtes ist. Aber es erinnert mich daran. Ich hoffe es trotzdem, ist inspiriert. Vielleicht gibt es Zeus als Boss. Ich hoffe trotzdem, dass es diesmal Links traditionelles Gewand auch gibt im Game, nicht gated hinter irgendeinem Amiibo und dass man es vielleicht auch normal tragen kann. Vielleicht werden Rüstungen in dem Spiel einfach nur optisch sein und gar keinen Effekt haben. Sie werden Effekte haben. Das wird genauso sein wie beim Vorgänger, glaube ich. Glaube ich nicht. Aber vielleicht so halt eher wie in Ocarina of Time, weil da konntest, ob du jetzt die blaue oder die rote anhattest, hatte eigentlich kaum einen Gameplay-mäßigen Unterschied. Das Matrix, die blaue oder die rote? Klar, du konntest die blaue, konntest du im Wassertempel halt gebrauchen unter Wasser oder die rote konntest du im Feuertempel gebrauchen, um durch Lava oder Feuer zu laufen. Aber ansonsten konntest du die ganze Welt, war scheißegal, ob du die rote, die blaue oder die grüne anhattest. Ja, dass das Gewand wegrationalisiert wurde so ein bisschen, ist halt traurig, ne? Das spricht ja auch wieder diese Tradition. Das Spiel ist halt wirklich so ein Traditionsbrecher halt. Ja. Es will nicht mit den alten Zeldas auf eine Stufe gestellt werden. Es möchte was Originelles und Neues sein. Aber ich will nicht, dass das die alten Zeldas komplett verdrängt, tut dass sie nicht mehr existieren. Glaube ich nicht. Ich glaube, das nächste Zelda, was kommt, wird wahrscheinlich wieder so ein Top-Down-Dingen sein.
so, also A Link to the Past mäßig sein. Muss es so. Ja noch nicht mal. Glaube ich aber. Das wird dann ein Handy-Game-Hybrid. Nein. Aber ich schätze mal schon, dass wir nochmal so ein 2D-Zelda in Anführungsstrichen bekommen werden aus der Vogelperspektive. Und sei es auch wieder 3D. Wie oder ein Remake halt. Kokolent. Ach, stimmt. Ja, ja, die Seasons und Ages müssen ja auch eigentlich noch geremaked werden. Müssen sie nicht. Machen die aber. Das sind für mich echt so ein bisschen so Spin-Offs irgendwie. Ja, sie spielen jetzt nicht in der Main-Story einen großen Impact, ne, aber... Ja. Wobei es mal cool war, dass die andere Bösewichte haben. Naja, im Endeffekt war ja trotzdem das große Übel Ganon. Ich stell vor, die kriegen ein 3D-Remake, Alter. Dass du den Jahreszeitenstab in 3D hast und du machst so Ranken. Das wäre cool, oder? Ja. Siehst du, also Nintendo hiert uns für Game Design. Auch für Prime. Wir holen die Prime 4 Karre aus dem Dreck. Apropos Prime 4, haben wir auch ein Podcast drüber. Was ist, wenn wir die Universen fusionieren? Von Metroid und Zelda. The Last Zelda is in Captivity. The Galaxy is at Peace. Nein, aber wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, leider. Aber das Beste ist, ich werde, glaube ich, weniger enttäuscht mit dieser Haltung. Ja, weil davor wurde ich krass enttäuscht. Ja, das heißt, alles, was jetzt in dem Spiel drin ist, was ich nicht erwartet habe, kann echt nur besser sein. Was mir macht irgendwie. Klar, es gibt nur diesen sehr kurzen Trailer, aber darin sieht man schon voll die reuseden Sachen. Zum Beispiel, du siehst so einen von diesen Golems und da sind dann halt so Bokoblins drauf, die quasi so ein Gebäude da drauf gebaut haben und die stehen dann quasi da drauf und können dich noch snipen, während das Ding gegen dich kämpft. So. Was eine coole Idee ist für einen Gegner, aber es ist halt einfach nur ein reuseder Gegner aus dem ersten Teil mit einem kleinen Extra. So. Ja, ist genauso, wie man auch sieht, diese Sheikah-Slate-Fähigkeit, dass er so ein Boulder anhält, so eine Stachelkugel und die wegschubst. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die gibt's ja schon. Ja. Dieses Zeitanhalten. Das ist auch nichts Neues. Und da denke ich dann halt auch so, boah, scheiße, hoffentlich ist es echt nicht einfach alles gleichgelassen mit einem bisschen neuen Content. Das Einzige, was halt wirklich, was man sagen muss, ist halt, dass Linkshand korrumpiert wird von dieser dunklen Energie, anscheinend irgendwie abgehackt werden muss. Und er neue bekommt, einen neuen mechanischen Arm. Ja, das könnte sein. Und dass das Master Schwert irgendwie auch wahrscheinlich in einem Kampf kaputt gekappt wird. Aber das wäre schon sehr düster, oder? Wenn Link echt einen Arm abgetrennt wird. Aber wie willst du, der hat doch einen mechanischen Arm. Das ist doch nicht mehr seiner. Das siehst du doch. Das ist nicht mehr sein Arm. Vielleicht ist es ja einfach nur ein Handschuh, wo sein Arm drinsteckt. Glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, er wird abgehackt. Boah. Das wäre schon düster, finde ich, für so ein eigentlich, ja, nicht Kinderspiel, aber auch Kinderspiel. Ich habe ja nicht gesagt, dass man explizit sieht, wie er es abgehackt bekommt. Es kann aber ja sein, dann auch, dass man Ganondorf sieht und er ist halt echt so mumifiziert und so. Das ist schon irgendwie ein bisschen gritty irgendwie. Ein bisschen morbid. Ja, weil er auch irgendwie fast voll die Leiche ist. Aber irgendwie muss ja Ganondorf wieder zur Stärke quasi kommen. Da muss sich ja regenerieren, dass er überhaupt eine Gefahr ist. Und es muss ja auch einen Grund geben, warum er überhaupt unter dem Schloss oder wo er auch immer ist, gebannt wurde. Das sind ja alles diese Fragezeichen. Und das ist für mich viel spannender, die Story. Ist mir irgendwie wichtiger jetzt gerade als dieser Core-Gameplay. Nee, und sonst war es andersrum. Aber bei Zelda weiß ich nicht. Für mich war die Story war für mich echt nur interessant gab's in Skyward Sword. Ja, das ist weil es da halt mal was ganz anderes war. Das war aber erfrischend. Ja, und weil es halt echt so, du hattest halt einen anderen Oberbösewicht und das war quasi einfach nur das personifizierte Böse. Und das hat sich dann quasi entwickelt zu Ganon. Und dieses Konzept war halt schon cool. Ja. Aber sonst ist die Story in jedem Zelda gleich. Ich weiß. Oh, du hast die Prinzessin und du hast Ganon und Ganon entführt die Prinzessin und du musst Ganon besiegen, um die Prinzessin zu retten. So. Ja, ich weiß. Und deshalb, ich bin jetzt nicht so krass gehypt wegen der Story. Aber trotzdem, man will ja wissen, was mit dem Arm ist, warum der Arm so ist, warum das Master Schwert so ist, was mit Zelda überhaupt ist. Also und das sind ja alles Fragezeichen. So verändert, warum sich die Welt so verändert, ja. Und das ist halt wahrscheinlich so, dass sie nicht. Und warum überhaupt Ganondorf da ist. Und warum der von irgendeiner komischen Hand festgehalten wird. Ja. Das sind halt so die Details irgendwie, die einem noch fehlen. Vielleicht haben auch die Sheikah Energie die ganze Zeit aus Ganondorf rausgezogen, um ihre Technologie irgendwie damit zu befeuern. Wer weiß. Ja, oder vielleicht hält Ganondorf die Welt am Kacken da. Wer weiß. Ja, oder vielleicht sind sie echt untergegangen bei dem Versuch, irgendwie Ganondorf zu besiegen. Und haben quasi halt ihn in so einem Stalemate halt, wo er quasi so schlafend unterirdisch da festgehalten wird, aber seine Macht ist halt trotzdem irgendwie da in Form von so einem Calamity. Ja, genau. Ja. Vielleicht müssen wir auch den Hyrule Warriors 2-Teil spielen, um das zu peilen. Oh Gott, Junge, Alter. So Gelddruckmaschine, ne? Aber das Spiel hat fürchterliche FPS-Einbrüche. Echt? Ja, das läuft konstant mit 16 FPS anstatt mit 30.
Das ist schon frech. Das ist frech, Alter. Ja. Hast du das? Nee, ein Kumpel von mir hat das. Du hast den ersten Teil. Ich hab den ersten Teil, der ist aber gut. Der macht Spaß. Der macht wirklich Spaß, der macht Laune. Ja, aber wie gesagt, also Item denke ich nicht. Items werden nicht krass zurückkommen, das glaube ich nicht. Dungeons werden wahrscheinlich wirklich besser sein, aber für mich ist halt die Welt wichtig, weil ich will nicht More of the Same haben. Sie müssen dieses Wolkenreich oder den Untergrund wirklich so ausbauen, dass ich sage, hey, das ist es mir wert, nochmal Hyrule einen zweiten Besuch abzustellen. Ich glaube irgendwie wirklich, dass das Inventar extrem verkleinert wird. Wegrationalisiert ja, wird. Du wirst nicht mehr 10.000 verschiedene Waffen Taschen haben und so ein Scheiß. Du wirst eine Waffe haben und danach wirst du eine bessere Waffe haben und dann wirst du die ultimative Waffe haben. Das wäre schön. Du wirst nicht mehr 10 verschiedene Rüstungssets haben, sondern 3. Und jedes wird, entweder wird jedes einen eigenen Use haben für eine bestimmte Situation oder es werden halt Upgrades sein auf die alte und du hast dann im Endeffekt die ultimative Rüstung. Meinst du, es kommt ein Experience-System drauf? Nee. Erfahrungspunkte? Nee. Nee, du wirst nicht einfach Level abkommen und dadurch stärker werden, das glaube ich nicht. Oder dass du verteilen kannst über Dark Souls. Wobei es natürlich cool wäre, wenn man dann endlich mal einen Grund hätte, gegen Sachen zu kämpfen. Ne? Ja, und du kannst halt ein Bild machen. Ne? Du kannst machen, dass du einen magischen Link hast, der irgendwas magisch machen kann. Du kannst einen physischen Link haben, der irgendwie große Schwerter benutzen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie wollen, dass man irgendwie wirklich grindet in dem Spiel. Ja, es muss simplistisch sein. Ne? Es muss halt immer noch so sein, hey, du schlägst und füllst dein Herzen auf. Ja, vielleicht ist es doch echt so, dass du Equipment findest, das dich einfach stärker macht und dann kommst du in eine neue Area und da gibt's besseres Equipment oder so. Könnte natürlich schon sein. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, denke ich, dass es nicht so viele Items geben wird und so. Ja, ich glaube auch, das wird reduziert werden. Du hast die Sheikah-Fähigkeit, da kommt vielleicht ein oder zwei dazu, das war's aber dann auch. Mhm. Also eine haben wir ja gesehen, dass man durch diese Wände sich morphen kann. Vielleicht kommt auch nochmal ein Zeitsprung oder irgendein Gegenstand wie eine Harfe dazu. Oder was ist denn dein größter Wunsch, was sie machen sollten, damit das Spiel für dich ein richtiger Erfolg, also nicht ein richtiger Erfolg ist, sondern dass es für dich einfach ein geiles Zelda ist? Das Wolkenmeer so zu designen, dass es für mich mit Hyrule wenig zu tun hat und man sich in eine neue Welt verfrachtet fühlt. Das wäre ein Wunsch für mich, halt eine neue Welt zu erkunden, die losgelöst ist von den Konventionen, die man schon vorher hatte. Ich will nicht nochmal auf Türme klettern. Ich will nicht nochmal XY-Wiese besuchen oder so. Ich möchte halt ein Roundup, eine neue Welt haben, die ich erkunde. Ich will nicht das alte Hyrule haben. Hyrule hat mir zu wenig. Ich glaube nicht, dass wir das gleiche Hyrule nochmal erkunden werden. Ich glaube, es werden Teile davon da sein. Ja. Aber ich glaube, wir werden schon eine neue Welt exploren. Was ist bei dir so Dreh- und Angelpunkt? Was muss bei dir jetzt? Dungeons. Also nur Dungeons. Dungeons also, und dass die Welt mit mehr gefüllt ist irgendwie. Du hast doch nicht mal die Main Dungeons abgeschlossen in Breath of the Wild 1. Ja, wenn es scheiße Seitenhieb gibt. Du hast nicht alle gesehen. Vielleicht ist ja einer ziemlich geil und du hast ihn nicht gesehen. Ich habe einen einzigen nicht gesehen. Ja, genau. Vielleicht ist der ja so geil, dass du sagst so, fuck, ich habe nicht gehört. Ja, aber ich habe genug Zeldas durchgespielt und die Dungeons in anderen Zeldas sind sehr unterschiedlich. Und wenn du zum Beispiel Skyward Sword spielst, und ich will nicht sagen, dass das irgendwie so eins der geilsten Zelda sind oder so. Sind aber gut. Ach, die Dungeons im Spiel sind so geil designt. Diese Zisternen und die sind geil. Echt krass unterschiedlich. Sind sie auch. Und dieses Schiff, auf dem du irgendwie die Zeit veränderst. Das ist auch so geil. Ist mega kreativ. Dieser Buddha-Tempel mit dem Wasser, mit der unterhaltenden Kanalisation. Ja, wo du quasi erst denkst, oh, du bist in so einem voll holy Wassertempel und dann wirst du einfach runtergespült und bist im Schattentempel. Da gibt's so geile Überraschungen in den Dungeons. Ach, ja, der Wüstentempel ist ein bisschen tedious und der Waldtempel ist auch nicht so toll. Der Mondlichttempel ist kacke. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber sowas wünsche ich mir auch. Halt gut ausgedesignte dreidimensionale Dungeons, die halt wirklich ein Thema haben und das verfolgen und nicht Thema Roboter sind die ganze Zeit. Ja. Also Thema diese Kolosse. Die Kolosse wären auch geil gewesen, wenn man auch mehr irgendwie draußen rumklettert an denen oder so, aber die sind so. Und für mich persönlich, wenig gestaltet. Also ich hoffe wirklich, dass es keine Durability mehr gibt. Ja. Und das allein würde schon für mich das Kampfsystem viel kreativer machen. Na klar. Weil ich bin im ersten Teil, bin ich echt an den meisten Gegnern einfach vorbeigerannt oder habe sie aktiv nicht bekämpft, damit ich nicht meine ganzen Waffen kaputt mache. Ja, und dann lassen die zwei Hörner fallen. Cool. Ja. Das ist halt wirklich die Sache. Du hast wenig Belohnungssystem in dem Spiel so. Außer halt, dass du die Cogseeds nehmen kannst und deine Leben und deine Ausdauer aufrüsten kannst. Aber ich wünsche mir halt mehr verwunschene Orte, düstere Sachen, coole Bosse, geile Dungeons und wie gesagt, dass halt mehr, die Welt Kontrast bildet. Interaktion. Ja, muss nicht unbedingt sein. So, aber wäre vielleicht cool. Echt so, dass du wirklich so eine lebende Gemeinschaft hast, so halt wie in Majora's Mask oder so, dass die echt die Charaktere so
Beziehungen zueinander haben und so. Es wäre einfach schön, wieder so einen Hyrule-Markt zu haben und so ein paar Häuser, die dann halt irgendwie ein bisschen was beleben oder so. Also vielleicht ist ja wirklich ein Zeitsprung drin und es haben sich dann mehr Städte gebildet und so. Ja, ich weiß nicht, wie die das einbauen. Aber ich wünsche, also ich gebe dem Spiel eine Chance. Ich lese erstmal eine Review, bevor ich es mir kaufe. Und wenn in der Review steht, Breath of the Wild 2 macht genau das Gleiche und bricht nicht mit Konventionen von Breath of the Wild 1, dann weiß ich, okay, es ist more of the same und dann ist das Spiel wirklich egal. Wenn aber jetzt steht in der Review drin, Breath of the Wild 2 bietet viel besser aus der Seite Dungeons, hat viel coolere Story, es hat bessere Systeme und sonst was, ist ein Must-Play für jeden, dann sage ich, okay, ich gebe dir eine Chance. Aber wenn es wirklich nur more of the same ist, nur mit einer Chica-Fähigkeit mehr, ist es mir das nicht wert. Ja. Das hört sich böse an, aber dann will ich lieber ein altes, dann will ich wieder ein ganz neues Zelda haben, mit einer neuen Welt, mit neuen NPCs, also mit neuen Anmerkungen. Also ich bin echt so vorsichtig, optimistisch so. Ich sehe quasi das Potenzial, was besser zu machen und hoffe, dass sie es gemacht haben, aber ich erwarte irgendwie nicht, dass mich das Spiel aus den Socken haut. Ich erwarte, dass es halt mehr oder weniger das gleiche ist wie der erste Teil und deshalb für mich vielleicht nicht so mega attraktiv wird, aber vielleicht gibt's ein, zwei Neuerungen, die das Spiel für mich genug anheben, dass ich wirklich am Ball bleibe und es durchzeche und wirklich am Ende sage, so ja, das Spiel war geil. Es fehlt wirklich eine Nintendo Direct oder eine E3, dass man halt wirklich was von Games mal sieht. Ja. Das fehlt mir wirklich. Und das ist halt wirklich, das ist das, was wir uns denken bei Metroid Prime 4, genau. Und bei Breath of the Wild 2. Wir wissen einfach konkret nichts über die Spiele. Falls ihr Anregungen habt oder eure Meinung ist uns auch wichtig, schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt uns, was ihr von Breath of the Wild 2 denkt oder haltet oder wie euer Hype ist. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich, ne, fürs. Wir sind leer gequatscht und Greedo muss auch noch seinen letzten Bus kriegen. Ja, als kurze Info, wir haben Metroid Prime 4 und Breath of the Wild 2 haben wir hintereinander direkt aufgenommen. Ja. Also wir wollten das erstmal in einen Podcast packen, aber so ist es schön, weil so kommen auch mehrere Podcasts, die vielleicht nicht so extrem lang sind, die man sich auch mal geben kann. Und ich bin halt wirklich kein Zelda-Hater, ne? Ich liebe Zelda, The Legend of Zelda, ich habe fast alle Teile durchgespielt. Ich muss das echt mal sagen. Nur Breath of the Wild ist halt wirklich nicht mein Cup of Tea, muss ich jetzt sagen. Es ist nicht böse gemeint. Ich mag alle anderen Spiele, mag ich gerne. Breath of the Wild ist auch ein gutes Spiel, aber ich bin ein bisschen ernüchtert halt. Und es gibt halt, ist ein gutes Spiel, aber kein gutes Zelda. Das ist die Sache. Und es gibt einen Elden Ring. Falls ihr mal vielleicht auch Bock habt und ihr seid jetzt nur auf der Zelda-Schiene, guckt euch vielleicht auch mal Elden Ring an, falls ihr davon nichts gehört habt. Es ist ein bisschen erwachseneres Zelda, in Anführungsstrichen. Und das ist um einiges härter. Und es ist härter, aber das Spiel hat halt schon einen anderen Approach und auch einen krasseren Grafikstil, so, ne. Es ist halt schon ein bisschen next-geniger. Weil die Switch hat halt auch leider nicht so viel Power. Es ist ein Handy-Chip darin verbaut. Egal. Wir wollen jetzt nicht lästern. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Abonniert uns. Teilt, liked und wir sehen uns das nächste Mal mit Resident Evil 4 Remake zwischen, ja, wie, was denken wir über den Remake und was haben wir auch vom alten Spiel, was wir gerne nochmal wieder kauen wollen. Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, gell?